Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Weihnachten ist vorbei und heute möchte ich mal darüber sprechen, wie man grundsätzlich im Online-Marketing als Experte wahrgenommen wird. Und deswegen, lass uns nicht lang schnacken, auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Nummer 1 Regelung Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und heute möchte ich mal über das Thema sprechen, wie wird man eigentlich als Experte im Online-Marketing wahrgenommen? Und da kann ich so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Warum? Weil ich war 15 Jahre lang Vertriebsleiter in einer spanischen Großbank und habe sehr viele Stunden dort im Offline-Bereich gearbeitet und habe dann immer abends nach Feierabend Folgendes gemacht. Ich habe mir YouTube-Videos ohne Ende reingezogen und das über... ich glaube, 8 oder 9 Jahre lang. Ich weiß gar nicht, wie alt ist eigentlich YouTube alt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich einer der Ersten. Ich habe damals noch, YouTube, kann ich mich daran erinnern, war noch eine Plattform, wo es noch nicht so Content-Sachen gab, sondern es gab vor allem Konzertschnipsel und so. Und ich war damals noch so ein tierischer Musikfan, bin ich heute noch. Und da habe ich dann immer so die ersten Konzerte, wo ich mit meinem Bruder gewesen bin, haben uns dort angeguckt. Und mittlerweile ist es halt einfach eine riesen Bibliothek an Inhalten. Und deswegen solltest du hingehen und dir einige Bereiche anschauen, wo du dir Wissen aneignest. Ja? Es reicht also nicht zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie jedes 17. Buch für, hast du nicht gesehen, sondern du musst halt wirklich hingehen und dir für 3 Teilbereiche Wissen aneignen. Ich war so, ich habe das gemacht, dass ich gesagt habe, ich konsumiere diese ganzen Sachen auf YouTube, weil ich das immer super verständlich fand, habe mich jetzt nicht an 17 verschiedenen Coaches orientiert, sondern habe eine Sache rausgepickt und habe gesagt, okay, woraus besteht eigentlich das Thema Online-Marketing? Und das Thema Online-Marketing oder dein Online-Business besteht ja letztendlich aus 3 Stellschrauben. Ja? Deshalb habe ich gesagt, komm, wenn du dich im Online-Marketing als Experte positionieren möchtest, solltest du dieses Thema oder diese Themen als Know-how drauf haben. So. Das heißt, als allererstes solltest du dich schlau machen zu dem Thema Funnel. Weil damit steht und fällt quasi dein gesamtes Business, weil wenn du vorne diesen Verkaufstrichter hast, wo du Leute reinbringst, und sie dann weiter durchschleust, erst dann fängst du an, richtig Geld zu verdienen. Deswegen musst du wissen, was muss ich hier eigentlich machen? Also hier ist vor allem das Thema E-Mail-Marketing ganz relevant. Fängt aber an mit zum Beispiel auch grundsätzlich, was ist eigentlich mein Lead-Magnet? Wie sammle ich eigentlich erstmal E-Mail-Adressen ein, um zu gucken, dass ich Leute mit meinem Content so überzeuge, dass sie anfangen, mir zu vertrauen und durch diese Sicherheit eben immer weiter durch diesen Verkaufstrichter geführt werden, wo dann hier eben über das E-Mail-Marketing die Leute anfangen, bei dir Geld auszugeben. Deswegen ist der Funnel, wie man einen baut grundsätzlich und wie man Leute dazu bringt, hier oben reinzukommen und immer mehr auszugeben, das allererste, indem du dich erstmal auskennen solltest. Das heißt, überleg dir erstmal eine Strategie und welche digitalen Produkte du dort anbieten möchtest. Das zweite Thema, was nach dem Funnel auf jeden Fall interessant ist, ist das Thema Conversion. Das heißt, es reicht natürlich noch lange nicht aus, zu wissen, ich habe jetzt hier eine Struktur aufgebaut, ich weiß, wie ich Leute hier oben reinbekomme, aber du musst natürlich auch es schaffen, aus dem Interessenten, der es ja erstmal ist, einen Kunden zu machen. Und das gelingt ja nur, indem du deine Conversion ständig optimierst und überlegst, okay, was kann ich denn eigentlich für den nächsten Step machen, damit derjenige konvertiert, also bei dir Geld lässt. Das heißt, wir wollen ja einen Interessenten umwandeln in einen kaufenden Kunden. Deswegen solltest du dich definitiv mit dem Thema Conversion auseinandersetzen. Und dann das dritte, ist der dritte Teilbereich, den du gut drauf haben könntest, also um als Experte wahrgenommen zu werden, ist das Thema Traffic. Weil diese ganze Struktur, diese ganzen, wie wandle ich denn Leute um, ist absolut ein Scheißwert, wenn du nicht weißt, wie du Google AdWords schaltest, wie du weißt, wie du YouTube-Werbung machst, wie du Facebook-Ads machst und so weiter. Das heißt, in diesen 3 Kernbereichen solltest du dir erstmal Wissen aneignen. Dafür gibt es tausende von Videos, Videokurse, auf YouTube gibt es ganz viel gratis. Also, wenn du wirklich als Experte wahrgenommen werden möchtest, baue dir diese 3 Teilbereiche auf. So, und dann ist es so, das ist mit eigentlich das Wichtigste, weil die meisten Leute, die haben das eine oder andere drauf, aber eine Sache machen sie nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon gesagt haben, aber das ganze Wissen ist einen Scheißdreck wert, wenn du nicht hingehst und es anwendest. Das heißt, ich habe ja damals, vor einigen Jahren, hatte ich ein Restaurant-Newsletter, wo ich also dafür Sorge getragen habe, dass Leute in meinen Funnel reingekommen sind, um dann entsprechend Dinge zu kaufen.
Einerseits waren es digitale Produkte, die sie bei mir kaufen konnten. Andererseits war es eben so, dass ich Leute in ein Restaurant geführt habe. Und das habe ich natürlich auch nur hingekriegt, indem ich wusste, wie kriege ich denn Leute eigentlich dazu, sich hier bei mir einzutragen, in meinem Graz-Geschenk. Deswegen habe ich selber Google AdWords-Anzeigen geschaltet, selber Facebook-Werbung. Und ich habe wirklich ordentliches Geld verbrannt. Also das sind schon ein paar Tausender, die ich gerade bei Facebook-Ads, habe ich immer gedacht, ich müsste so viel wie möglich an Zielgruppe ansprechen. Dabei war es eigentlich ein sehr regionales Thema. Also habe ich gedacht, ist das scheißegal, ist ja so ein geiles Produkt, das muss ja ganz Deutschland wissen. So, das heißt also, ich habe verdammt viel Geld verbrannt und deswegen kann ich dir zu jedem einzelnen Thema etwas sagen, weil ich eben hingegangen bin und mir das Wissen nicht nur angeeignet habe, sondern ich habe es selber für mein eigenes Business umgesetzt. Und deswegen, wenn du als Experte im Online-Marketing wahrgenommen werden möchtest, konzentriere dich auf diese drei Bereiche und mach es vor allen Dingen. Es reicht nicht, nur ein paar zu machen, sondern das ist ein komplett Online-Business, wie du es dir richtig profitabel aufbaust. Das sind meine Erfahrungswerte. So, sollte euch das Video gefallen haben, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich immer super drüber. Ansonsten schreibt Kommentare hier unten in die Kommentarfunktion, stellt Fragen, was auch immer. Wir lesen das immer alles komplett. Und falls ihr es noch nicht tut, abonniert unseren Mehrgeschäft-Kanal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt eine tolle Zeit. Und ich meine, es ist kurz vor Silvester. Nehmt euch die Sachen nicht nur vor, sondern geht in die Umsetzung und sagt, okay, ist scheißegal, ob 1.1., 17.3. oder 18.4. Jetzt werden die Dinge gemacht. Von daher, in diesem Sinne, habt noch einen tollen Tag, alles Gute, bis zum nächsten Video, euer Dominik. Ciao.